So, hallo und herzlich willkommen zurück von letzter Woche zur ASL ThinkFast Razor League, den Playoffs. Finally, 8 Teams sind verbleibend. Noch drei Spiele bis zum Finale. Denn das hier ist das sogenannte Viertelfinale. Ich weiß, es ist ein vollkommen abgedrehter Name. Aber Viertelfinale zwischen Valhalla und Northern Lions. Hype, Hype, Hype. Würde ich jetzt mal dazu sagen. Ich bin sehr gespannt. Northern Lions sind immer geil zu casten. Und Valhalla auch. Und bisher immer, wo ich Valhalla gesehen habe, haben sie ein ziemlich cooles Dota abgeliefert. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf beide Teams und freue mich auf tolles Dota. Und generell heute Viertelfinale, Best of Three zwischen den beiden Teams. Danach der Gewinner wird antreten gegen den nächsten Gewinner. Und zwar ist es halt die Frage, wer das gewinnt. Swaggy Dudes gegen Ogoki Kitsune, also gegen die Gurken. Swaggy Dudes gegen die Gurken. Der Gewinner davon wird dann gegen den Gewinner dieses Spiels antreten. Im Halbfinale und danach Halbfinale und so. Und Spiel um Platz 3 wird auch noch vorhanden sein. Okay, interessant. Wir haben Tournament Version. Trotzdem sind Broodmother und Phoenix drin. Okay, ich habe das mit Tournament und Latest Version noch nicht so ganz verstanden. Aber egal. Gut. Broodmother, Phoenix ist gebannt. Leider werden wir nichts sehen. Dafür ist aber Brewmaster drin, der direkt gepickt wird. Wir haben auch noch einen Razor drin. Aber Brewmaster für Northern Lions. Und Skywrath Mage und Doom kontern das Ganze auch. Kein Ogre. Obwohl er im letzten Patch nicht genervt wurde. Nur mehr hinzugefügt, anstatt irgendwas zu nerfen, irgendwas zu buffen. Sehr viele UI-Changes, die mir sehr gut gefallen. Die Dive-Bars sind cool. Das Akana-Set ist dumm und, naja, egal. Aber, ja. Jakiro wird von Northern Lions das letzte gepickt. Kein Ogre. Und der Void wird gebannt. Razor ist damit auch raus. Jetzt haben wir noch einen Ogre drin, der als starker Support und ansonsten sind wir dann mit den üblichen Verdächtigen fertig. Tja, und dann werden wir gespannt sein, was noch so kommt. Ein Pack-Bann, auch interessant. Wird aber hier rausgenommen. Und dann sind wir dann hier drin. Mal schauen, ob der Ogre noch gebannt wird oder ob jetzt hier Valhalla den picken wird. Ich könnte mir gut vorstellen, weil Ogre einer da ist, der durchaus mal gerne gepickt wird, aber naja. Müssen wir jetzt schauen. Macht Spaß, aber ist vielleicht auch nicht so ganz komplett. Also der Multicast ist ja jetzt so weit gebufft worden mit 40%, dass er halt schon. Man kann damit rechnen. Das ist jetzt kein Luck Hero mehr, der in dem Pro-Scene halt nicht gepickt wird. Einfach weil er nicht. Ja, man kann nicht damit rechnen. Aber der Multicast ist auch so weit und generell auch so imber, dass er zu Recht einer der imbersten Helden gerade im Pool ist. Und Valhalla müssen jetzt gucken, ob sie den picken wollen oder ob sie den Northern Lions geben wollen, die mit Jakiro Ogre der definitiv starke Support-Lane hätten, die ich ihnen zumindest so einfach nicht geben würde. Und sie bannen Earthshaker. Erstmal ein zweiter, sehr starker Support. Die Frage ist halt mit dem Ogre, würde ich jetzt sagen. Ansonsten natürlich, Northern Lions sind mit dem Jakiro und Brewmaster halt schon so ein bisschen aufs Midgame ausgeliefert, haben auch ein sehr starkes Early-to-Midgame hiermit. Haben eine richtig schöne Lane, weil Jakiro schon alleine eine große Präsenz hat. Obwohl das Ganze mit dem Liquify ein bisschen abgelassen hat in letzter Zeit, finde ich. Früher war das halt doch so, dass Jakiro sich komplett darauf konzentriert hat, Liquid Fire Level 1 und ab auf den Offlaner und den komplett Burn so gespielt wurde. Es ist in letzter Zeit sehr, sehr viel mehr auf Rotations gegangen. Was man mit dem Ogre machen könnte, aber Valhalla picken jetzt den Ogre. Habe ich richtig wahrscheinlich interpretiert oder gedacht, dass sie halt sich da entscheiden, okay, picken wir den Ogre oder bannen wir den Ogre. Der Earthshaker-Bann ist halt auch sehr gut, weil mit Jakiro zusammen hätten sie sehr gut rotaten können. Aber dafür gibt es noch ziemlich gute andere Supports. Könnten jetzt hier unter anderem vielleicht sowas eher Jungliges nehmen, wie einen Sand King, der halt auch den Dschungel so ein bisschen mitbenutzen kann. Da müssen wir jetzt sehen. Elder Titan, Offlane oder Support. Beides gespielt. Ich weiß es nicht, ob es Northern Lions war, die tatsächlich hier den Support Elder Titan
durchaus gerne gespielt hätten. Und hier könnte durchaus eine Dusa folgen für Elder Titan Dusa Combo. Brewmaster sorgt dafür, dass die Dusa ins Late Game kommt. Und dann sollten Northern Lions relativ zufrieden sein. Doom gegen Medusa ist auch nicht so sonderlich toll, von daher kann ich mir das vorstellen. Andererseits ist halt das Problem mit Sky Elf Mage, Ogre Mage sind halt doch sehr Magical Damage Helden, wo doch vielleicht ein BKB Held besser wäre. Andererseits ist halt natürlich auch ein bisschen blöd, All-In zu gehen jetzt hier für einen Held mit BKB und der kriegt es dann nicht raus in einem Doom. Oder wird generell gedoomt und kann nichts tun. Von daher könnte man vielleicht irgendwas BKB hier sieht, was auch im Doom was machen kann. Würde hier auf eine PA oder sowas schon denken. Wraith King wird erstmal für Valhalla gepickt. Wäre einer der wesentlich besseren Helden für Northern Lights gewesen, einfach weil es so stark gegen den Doom und Skyrath Mage ist. Die doch Helden bursten wollen, beziehungsweise einmal komplett aus dem Spiel rausnehmen wollen. Was beim Wraith King halt so ein bisschen schwierig ist. Mit 3 Leben. Oder 2. Aber mal schauen, ob ich hier richtig bin und die Medusa gepickt wird. Aber sie brauchen halt noch ein bisschen. Es ist halt doch so ein relativ starkes Lineup gegen eine Medusa. Und auch sonst weiß ich nicht, ob Medusa vielleicht ein bisschen zu spät ist. Kann sein. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Erstmal eine Venge als Support. Von daher wird noch ein bisschen mit dem Carry gewartet. Vielleicht wollen sie auch sagen, okay, vielleicht gehen wir mehr so Richtung Anti-Mage oder so. Das muss man aber halt erst sehen im letzten Pick. Wir haben zwar schon den Carry gepickt, brauchen jetzt nur noch einen Midlaner, aber hier sind durchaus Optionen da. Bannen auch schon den Invoker, weil Valhalla wollen den wohl nicht picken, haben auch ein bisschen zu wenig Stunlock vielleicht dafür, um den wirklich komplett mit dem Sunstrike zu nutzen. Aber Profit. Wir denken tatsächlich, dass es ein... Okay, ein Doom Mitte ist. Der Profit-Bann finde ich jetzt interessant. Wow. Okay. Ich sollte nicht den Tisch hauen. Ja, jetzt seid ihr alle wach. Ah, let's pick Mitte. Gehe ich mal von aus. Northern Lion, letzter Pick. Carry. Safe Lane Carry. Elder Titan Carry, glaube ich eher nicht. Und daher ist es, glaube ich, auch ein Offlane Elder Titan. Sieht ziemlich stabil aus. Oder sie könnten irgendwelche Crazy Duel Lanes machen mit Jack Hero plus X, aber. Necrofrost. Für die Mitte. Sehr gut. Doom Wraith King sind sehr tanky. Ogre Magi an sich auch. Und Necrofrost hält sie länger am Leben. Von daher könnte das schon ziemlich cool werden. Doom, Wraith King, Necro, ziemlich tanky Lineups. Und da müssen jetzt die Northern Lions gucken, ob sie dafür halt überhaupt genug Damage haben. Der Elder Titan Aura wirkt schon Wunder dagegen erstmal. Aber sie brauchen jetzt vielleicht noch irgendwas. Tja, um durch das Tank halt durchzukommen. Also auf jeden Fall irgendwas, was Damage macht. Ich könnte mir eine Anti-Mage vorstellen. Das Problem bei Anti-Mage ist halt Doom dagegen, Reaper Scythe dagegen. Könnte schon relativ schnell auf jeden Fall gebürstet werden von Ogre und Skyrath Mage, wenn er da nicht schnell genug BKB zusammenfarmt und sowas. Ist halt sehr, sehr squishy in der Zeit, wo sie online kommen. Nämlich nach dem, also während der Battle Fury so ungefähr. Battle Fury Yasha BKB wäre wahrscheinlich so, oder Battle Fury sogar Manta BKB wäre eigentlich das Liebste von Anti-Mage, deshalb würde das BKB, glaube ich, sehr zu spät rauskommen. Ja, die Dusas sind immer noch im Fight, aber ich glaube nicht, dass sie hier gepickt wird und es ist auch relativ. Ja, für gegen Wraith King Doom glaube ich nicht so. Und ein Slaughter wird gepickt. Ist sehr interessant. Ein Slaughter-Pick. Also doch hier sehr aggressive und zu sagen, okay, Doom Necro geht reasonable, geht relativ late. Von daher müssen wir da früh genug gegenhalten. Und hier richtig stompen. Ja, wenn ich Slaughter ein bisschen minus Armor zusätzlich noch zum Elder Titan. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie die überlappen. Wäre ein bisschen imber. Wenn jetzt das hier. Da. Wenn jetzt es ein bisschen so weit machen würde, dass die die Natural Order pocken würde und dann würde erst die Minus Armor draufkommen, aber es kann halt auch gut sein. Von daher Minus Armor schon hier. Jo, also Northern Lions werden hier antreten mit einem Brewmaster mit der Phantom XP. Less Lava, More Nymph. ja, auf dem Match for Spirit, Evasion auf dem Elder Titan und Sailor auf dem Slaughter. Wir sehen tatsächlich erstmal Six Net auf dem Jakiro, der auf die Toplane geht. Interessant.
vielleicht doch ein Support Elder Titan, aber erstmal vielleicht der Clash, der hier kommt. Könnten hier sehr gut, also Vision ist sehr gut, sie wissen hier auf jeden Fall, dass hier jemand ist. Und die erste Slow ist drauf, das ist böse für Slada. Stun kommt raus, das ist ziemlich böse, das könnte jetzt ziemlich schnell ein Kill werden. Schöner Stomp, vielleicht kommt er da weg, aber ich glaube, der Damage reicht aus. Naja, die Scorched Earth sorgt für einen Tod des Sladers. First Blood für den Doom und First Blood für Valhalla. Wunderschöner Smoke in den Wald und Northern Lions waren nicht ganz ready dafür. Es hat halt niemand hier runtergeguckt. Während sie halt schon hier quasi über den Point of No Return rübergegangen sind. Ja, konnte man nicht mitrechnen, aber war vielleicht ein kleines bisschen unvorsichtig. Aber anyway, Q14 auf dem Offline-Doom holt das First Blood, was ihnen doch da sehr hilft und vielleicht schon schnelle Boots dann doch dafür sorgt. Obwohl er halt auf Stout Shield und Regen gegangen ist. Und mit der Inverse-Rune kann er sich auf jeden Fall hier ein erstes Creep holen. Okay, das geht nicht mit dem Scorched Earth, aber kann sich auf jeden Fall das Level 2 easy holen. Aber ja, Halfbord und Frankenstein auf dem Skyrath Mage und dem Ogre Magi. Übernehmen die Support-Rollen, die erstmal nach oben rotieren. Paradox auf dem Necroforce in der Mitte und zu guter Letzt SG auf dem Wraith King. Tja. Spots sind erstmal auf der Lane, werden natürlich den Jakiro erstmal harassen. Jakiro offlane alleine ist natürlich so eine Sache, aber ja, wie man hier sieht, gegen Supports ist er auf jeden Fall schon sehr gut, besonders wenn es halt ein Melee. Ja, wenn Melee Carry ist und die Supports doch relativ squishy sind. Doom kriegt hier relativ easy sein Level 2. Und sogar eine Creep hier. Holt sich auf den nächsten Creep, muss aber dann aus der Lane raus, denn Slada haut ihn doch schon ziemlich auf den Mund. Aber gute Wards sind da, die Frage ist, ob sie den Ward finden, aber erstmal wird hier der wichtige Lane Ward die Ward, dem Doom auf jeden Fall sehr, sehr weit erlauben würde. Hier auf der Lane sicher zu sein, ohne gegankt zu werden. Und Elder Titan Venge ist durchaus böse in das hingegen, dass sie nicht an Doom ran wollen. Er hat 0 Armor auf Level 1, hat jetzt Boots, das Problem ist halt nur, der Spirit scoutet ihn und dann Stun. Sollte ziemlich schnell für einen Kill besorgen, besonders wenn Evasion irgendwann Level 2 wird mit der Natural Order. Aber ja, 0 Armor, ich glaube, die wird zurzeit noch nicht ganz benötigt. Ja. Tja, auf der Top-Lane. Ist jetzt relativ defensiv. Jakiro ist hier auf der Lane und kann schön sogar noch einen Pull machen. Kriegt jetzt tatsächlich noch den Pull. Und ja. Macht hier den Pull, ist relativ gut dabei. Und hat seine Lane erstmal gut unter Kontrolle. Im Gegensatz zum Doom, der tatsächlich sogar erstmal in den Dschungel muss, um da klarzukommen. Naja, auf Lane Jakiro scheint erstmal hier zu funktionieren. Interessant. Und uns mal die Last jetzt für die Lane-Dominanz an sich an. Beide Carries sind gut am Farmen. Ein paar Denies mehr für den Slada und ein paar, meine ich, ziemlich viele. Die Mitte, Necro und Brew sind relativ even, aber Stun oben auf Jakiro. Slow ist da. Mehr Slow ist da. Und das könnte ein Kill werden. Und auch der Damage, der auf Wraith King hier rauskommt, scheint nicht zu helfen, es sei denn. Nein. Stick Charges und eine Salve sorgt dafür, dass hier nichts passiert. Richtig viel Damage, der rauskommt. Aber natürlich, wenn drei Leute auf dir sitzen und auf dich einhauen, hilft der Damage auch nicht so viel. Somit, das hier war zu weit vorne. Wird sich Jackie wohl demnächst Sixnet hier ein bisschen defensiver verhalten müssen. Aber Gank in der Mitte. Mensch, was ist da? Kommt aber leider nicht rein. Stun kommt jetzt dann doch raus. Clap ist da. Double Damage Rune ist da. Aber auch Doom ist da. Jetzt werden sie hier ein bisschen gesandwiched. Mensch, fürs Bild wird wohl down gehen. Necroforce ist down, aber die Rotations kommen hier. Elder Titan wird wohl auch hier fallen. Und jetzt haben wir einen Brewmaster alleine, der hier drin ist. Kann aber hochseifen. Wird zumindest diesen Arcane Blast überleben und kommt tatsächlich hier weg. Und natürlich ein Brewmaster jetzt von hinten. Relativ böse. Kann jetzt hier versuchen, den Ogre Major zu hauen. Aber das Problem ist, ohne Boots kommt er da einfach nicht hinterher. Hat sogar die keine Hits gemacht, um noch näher ranzukommen, aber hilft nichts. Aber trotzdem, mein Kills waren das. Brewmaster hat hier Necro bekommen und den Skywrath Mage. Und prinzipiell haben sie dafür tatsächlich nur die Venge getradet. Das war noch relativ gut, hier Phantom XP 2:0 Vorsprung zu geben, über dem Necroforce, der jetzt auf 0:1 ist. Also doch eine Rotation, die sehr gut funktioniert hat, obwohl es ein bisschen sehr, sehr knapp war. Und auch, naja, Rotations geforst hat, was halt auch nicht zu vergessen ist.
Und Slada hat auf einmal richtig abgehoben hier. Sela auf dem Slada bei 26 zu 17. Und ich weiß nicht, was der... Ja. Wraith King hat irgendwie aufgehört hier. Ich weiß nicht, ob er gefallen ist. Eigentlich nicht, nein. 0-0. Aber irgendwie hat er aufgehört zu farmen. Komisch. Und wenn ihr euch jetzt mal hier die Last jetzt anguckt, das ist richtig krass. Weil auf einmal sieht es richtig schlecht aus für Valhalla allein schon am Farm. Und auch der Networth ist doch richtig weit voraus vom Slada und vom Brewmaster. Slada geht auf Miners, wird wohl nicht so das früheste, den frühesten Blink haben, aber dafür wird er halt ein früher Carry sein. Dann passt es. Brewmaster 1-4. Das wird auch eine reasonably schneller Blink. Und auch Elder Titan sorgt ein bisschen dafür, dass er hier zumindest nicht gegankt wird. Ist halt relativ low. Muss jetzt Bottle Crown. Speed Boost ist jetzt wieder vorhanden. Daher auch nicht vertimed. Und Jakiro muss ja halt doch ein bisschen sehr defensiv sein, aber es ist halt immer noch, würde ich jetzt mal sagen, besser als im Jungle zu sein. Andererseits, Doom Level 4. Gut, Jakiro Level 5, ja. Das ist der Unterschied. Im Networth sieht das Ganze aber anders aus natürlich, da Doom mit dem Devourer immer weiter vorne ist. Ist halt 400 Gold vorne. Jakiro kriegt hier schon seine Lastes. Aber Doom im Wald, uncontested, ist halt auch so eine Sache. Dafür können die Supports halt komplett rotieren. Und können jetzt mindestens sicherstellen, dass Brewmaster the time of his life hat. Auf der Mittellane. Und ja, wie ihr halt in meinem Last jetzt schon sieht, ich glaube, Slada braucht hier unten keinen Support. Naja. Und tatsächlich wird hier ein Go gemacht auf Paradox. Der sieht wieder hoch. Bottle ist relativ tanky. Kann jetzt auch den nächsten Burst anmachen und sollte hier vollkommen okay sein. Aber Rotations forced. Brewmaster hat jetzt hier so eine Ulti benutzt, aber alle Supports sind dahin gegangen. Das ist halt so ein Problem. Und mit einer Haste-Rune kommt er natürlich auch von allem weg. Schön gemacht hier und richtig viel Space created. Wir hier sehen vier Helden auf der Mittellane. Der Doom ist vorbeigekommen, alle Supports sind rotiert. Also, das ist so die Definition von Space created gerade. Ja, und Northern Line pushen natürlich weiter. Hier ziemlich viel Pressure unten auf den Bottom Tower machen, auch mit dem Cutter. Jakiro ist jetzt nicht dabei, um Druck zu machen, aber er kriegt halt hier oben auch relativ viel Space. Muss man jetzt nur aufpassen, die Supports rotieren zurück unter der Sicherheit eines Smokes und das könnte ziemlich ein Kill sein. Ich glaube sogar, dass es ein ziemlich eindeutiger Kill wird. Sein ist es da, Damage ist auch da. Stunts sind jetzt zwar keine vorhanden, aber nicht mehr nötig. Und Jakiro fällt ein bisschen zu weit vorne. Hat wohl die Zeit unterschätzt, von wann die Supports von der Midlane zur Toplane zurückrotieren können. Aber Tower auf der Bottomlane ist fast down. Mal schauen, ob der hier gedefft wird von Valhalla. Die TPs sind wieder auf Cooldown. Aber kein Mana. Die Supports sind, glaube ich, nicht in der Lage, da irgendwas zu tun. Von daher wird der Tower hier gleich fallen. Was Northern Lions bräuchten, wären Wards. Die stehen auf der Seite von Valhalla ziemlich gut. Und zeigen zeigen alles, was Northern Lions zu tun. Auf der Seite von Northern Lions ist halt so eine Sache, dass da noch ein bisschen was fehlt und dementsprechend diese Rotations gerade nicht gesehen werden, auch wenn sie hier in dem Fall gesmoked wurden. Das wäre sowieso nichts, aber da sollten sie vielleicht mal langsam anfangen zu warden. Ritual Spirit hat kein Ward. ET hat ein Ward, aber keine Ahnung, nur nicht ganz bereit zu machen. Auf der Toplane holt Jakiro einfach mal mit einigem Damage. 400 Damage, also war nicht ganz volles Leben, aber boah, nett. Einfach mal Damage over Time gezeigt und ihn geholt. Zum Pressure auf dem T2, nichts Ernsthaftes, aber doch einiges. Blink Dagger wird in 1000 Gold da sein für Slada. Und ja, 11 Minuten Blink Dagger nach einem Midas und Power Dreads ist halt schon, ist schon einiges. Wenn er überhaupt auf Blink gehen will, weil die Initiation haben sie auch so. Jetzt aber von hinten werden sie geholt vom Necroforce.
Und ja, mir hilft alles nichts. Aber kommt noch die Reaper Side. Die Frage ist halt, Slows sind jetzt da. Aber Sprint hält noch ein bisschen länger. Die Frage ist, ob mehr Arcane Bolts hier reingeben wird. Und tatsächlich, da kommt da kein Arcane Bolt. Aber das Ignite killt ihn schon vorher. Das ist sehr, sehr bitter, dass hier Slada down ging. Das war richtig wichtiger Kill. 700 XP Challenge, auch einiges an XP und an Gold dafür. Der Hero zieht hier einige TPs und wird wahrscheinlich auch down gehen. Doom ist noch nicht verfügbar, aber der Damage reicht einfach komplett aus. Und 3:7 sieht es einfach von Valhalla aus. Kills auf einmal. Lassen Northern Lines ein bisschen nach. Sehen hier den Farm. Ist einiges auf der Seite von Northern Lines gewesen. Besonders wahrscheinlich auch vor diesem Tower waren sie knapp 2000 Gold vorne. Nur in der Laning-Phase. Aber das geben sie jetzt gerade alle ab. Durch diese Kills, die mit G-Kiro teilweise unnötig sind. Beim Slada, ja, sie waren zu weit vorne. Waren zu viele Helden missing und sie haben halt auch gar keine Wards, immer noch nicht. Frage mich, worauf Evasion wartet mit den beiden Wards, die zu stellen. Also prinzipiell setzt sie sich jetzt wahrscheinlich auf der Bottomlane dazu an, einen relativ aggressive Ward hier oder so zu stellen oder dahin zu stellen. Aber er muss da doch erstmal eine Creepy vorbeikommen und wartet prinzipiell darauf, dass Slada hier mit der Wave fertig ist. Aber perfekter Doom und perfekter Astral auf den Brewmaster. Und jetzt fallen so langsam die wichtigen Helden, die hier noch im Spiel waren. Aber allerdings sollten jetzt vor Valhalla aufpassen, dass sie hier nicht noch viel mehr abgeben, denn das sieht hier gerade recht böse aus. Schöner Stomp. Und haben hier zumindest den Doom ausgeschaltet als Return Kill. Muss hier raus, aber keine Chance für den Icepath, der ein bisschen zu lange braucht. Genau, Evasion hat jetzt hier den Ward hingestellt. Sehr schön. War halt jetzt aber auch leider ein bisschen spät. Der hätte doch sehr, sehr viel, hätte zwei Kills abhalten können, wenn der ein bisschen früher gewesen wäre. Aber sehr viel wird darauf gelegt, dass er eben nicht... okay, ich glaube, er wurde gesehen. Die sind so weit aus den Schatten rausgegangen. Ja, denken sie, dass jetzt hier ein Wort ist, tatsächlich, aber war halt auch einfach nur ein bisschen zu weit vorne. Dann werden sie eine Sentry verschwenden dort. So, Rotations wurden jetzt gesehen vom Brewmaster. Die Frage ist halt, ob es reicht. Hilft nichts. Geht zurück, aber es ist zu spät. Schert sich auch gar nicht darum, irgendwie einen Deathpulse zu machen vorher. Das hätte vielleicht sogar noch gereicht zum Überleben. Aber Northern Lions holen hier jetzt den Tower. Ein TP ist raus, ein Kill ist raus. Dementsprechend könnten maximal drei Leute TPen und das gegen vier ist ein bisschen... This is madness. Der Tower wird fallen, kein Denyen in Sicht. Besonders gegen Blinkdinger Brewmaster ist so ein Deny-Versuch von einem Support vielleicht nicht die beste Idee. Der Toplane pusht ein bisschen. Aber tatsächlich sind es jetzt Valhalla, die hier den Sentry hinsetzen. Ich weiß nicht, wie die es gemerkt haben, quasi, dass da ein Ward steht. Wahrscheinlich, weil Slada hier war. Nee. Gut, keine Ahnung. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie den Ward gesehen haben, einfach weil eben kamen sie gut mit dem Gank hier voran, haben den Kill geholt ohne den Ward, der mit dem Ward nicht möglich gewesen wäre. Und jetzt... Naja. Aber Smoke ist da direkt gebrochen von Scarlet Mage. Wissen die definitiv, was da ist. Der Ward sieht sie hier alle kommen. Und schöner Stomp in 3, in 4 sogar. Makropire sitzt wunderbar im Kopf. Schöner Swap raus, dass da nichts passiert. Earth Splitter ist auch schon drin, trifft hier tatsächlich noch. Aber alle sind low. Wird hier tatsächlich noch auf Jakiro gegangen vom Wraith King, der natürlich sein Ulti hat. Stun ist draußen. Wird hier als erstes Mal gebürstet. Burstet aber Brewmasters von hinten. Wird nicht geslowt und kann dementsprechend unter den Supports richtig aufräumen. Slows bringt leider auch nichts. Range Rift Build wird hier low, kein Mana mehr, aber wird wahrscheinlich nicht gemacht. Schöner Ice Path auf 3 und der nächste wird gebürstet. Necroforce geht hier down. Wraith King hat keine Ulti, muss sich jetzt hier zurückziehen, aber es hat auch geslowt. Aber auch Northern Lions sind relativ low und können hier nicht weitermachen. Das Mana fehlt halt gerade. Keine Mana Boots auf der Seite von Northern Lions. Hero hat Mana Boots geskippt. Elder Titan braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, aber sie finden hier einen Ogre Major und bürsten den hier auch down. Allerdings wird Slada wahrscheinlich mit seinem Leben bezahlen, da Swap jetzt vorhanden ist. Aber genau so geswappt, dass der Cane Bolt dann genau den Damage macht. Ja. War bitter, kommt man nicht vermitteln. Aber jetzt Northern Lions overextend ein bisschen hier. Doom versucht. Oh, wunderschön, der Dina ist noch ein bisschen abgewartet. Doommaster geht hier tatsächlich down. Das ist bitter. Dass er dann gerade so von der Reaper Side
umgebracht wird, denn er hatte seine Ulti und hatte es definitiv geplant, hier einzusetzen. Schade. Für Phantom XP in der Midlane hier. Aber ein sehr, sehr even Trade. 3 zu 3. Niemand hat was gewonnen. Sie haben ein bisschen Pressure am Tor gemacht, haben einen Aggressive Ward down gesetzt, aber sind ein bisschen zu weit gedived, um hier wirklich den Vorteil zu halten. Haben ihn halt sehr schnell wieder abgesetzt. Müssen wir aber gucken, Blink Dagger auf Sladder ist da, von daher werden hier bei TPs und ein Go auf Wraith King gemacht, wenn der sich dann etwas weiter vorwagt. Was aber nicht tut. TP kommt hier rein, Jakiro ist wieder auf seiner Lane. Und die Frage ist, wissen sie hier, dass er da ist? Tatsächlich, einfach mal geguckt, vielleicht ist er ja da. Wraith King gefunden und relativ einfach geburstet. Schöne, ja, schön auch gesehen, dass er hierher gegangen ist, zurück zum Farmen und wahrscheinlich damit gerechnet haben, dass er halt einfach dieses Camp farmt. Blind geblinkt, man hat gesehen, hat auch nicht direkt gestunt, sondern es hat weiter gelaufen, so, wait a minute, da steht ja jemand neben mir. Und schön diesen Kill einfach nur mit Game Sense genommen. Auch sehr schön zu sehen, wenn das funktioniert. Northern Lions gehen in den Top Tower an. Valhalla sind nicht ganz ready, den zu deffen. Von daher wird er mit dem Jakiro wahrscheinlich down gehen, es sei denn, hier kommen TPs, aber das wäre nicht sinnvoll. Sind hier doch noch in der Vicinity, um vielleicht jetzt Stranglers zu holen. Ogre Major ist ziemlich weit vorne, ich weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen zu weit vorne ist, genau. Da ist schon vom Jakiro das erste Ult-Zipter raus und Ogre stirbt. Schöne Initiation damit auch. Swap war vielleicht jetzt nicht der beste. Aber Earthsplitter ist draußen, trifft hier keinen, aber sorgt dafür, dass sie alle nach oben laufen. Und ein schöner Eispuff von 3 im Makropire. Richtig viel Damage kommt hier raus. Necrophos holt sich den Slader. Die Frage ist halt jetzt, sind halt alle relativ weit low, besonders Doom ist halt auch low. Aber der Damage ist dann auch vorhanden. Menschfuss Bild wird hier low, wird hier auch down gehen. Und Paradox sorgt hier dafür einfach, dass niemand einfach down geht. Einfach weil der Deathbolt so viel Heal macht. Wieder Eispuff auf 2. Wunderschönes Brewmaster Ulti räumt jetzt hier auf. Und Eldar Titan ist immer noch mit der Aura daneben, die richtig viel Arbeit macht. Und jetzt kriegen sie tatsächlich noch den Wraith King hier. Double Kills für Sixnet und für Phantom XP. Oh, und knapp auf dem Jakiro, dass er da nicht von Midnight getroffen wird. Aber auch noch Ogre Magi wieder zu weit vorne, wieder down mit einem Blink, beziehungsweise sonst mit dem Old Scepter vom Jakiro. Triple Kill für Sixnet. Das war nicht so tolle. Da haben sie ziemlich viel reingeworfen. Fight Recap ist schon vorbei. Aber das wäre nicht nötig gewesen von Valhalla. Haben sie jetzt hier Northern Lines richtig viel Space gegeben und richtig weiten Vorsprung, würde ich jetzt mal sagen. Genau, es geht durch the roof, Networth. Ich glaube, das war dieser Punkt hier, also knapp 5k Networth. Und ähnlich viel XP hier bekommen. Einiges vorne und ein komplettes BKB für den Brewmaster ist fertig nach dem Double Kill. 8 zu 2 jetzt. Das war nicht so toll, dass sie da gecatcht wurden, dass sie da doch dran geblieben sind und prinzipiell gewartet haben, nachdem der Tower down ist, was passieren wird. Und natürlich sind Northern Lions weitergekommen, haben die Initiation bekommen durch einen Ogre Major, der irgendwie da komplett alleine reingelaufen ist. Und dann es sah halt für eine Weile aus, als ob der Necroforce einfach durch seine schiere Präsenz da das zu turnen kam, aber dann kam der Bruce Split und dann war es prinzipiell auch vorbei. So, Scareth Mage wird hier gesehen. Oils ist da. Die Frage ist, ob Jakiro alleine hier auch reicht, aber nein. Necro ist da mit dem Stun. Doom auf Jakiro. Reicht nicht ganz. Schöner Stomp. Die Frage ist halt jetzt, ob irgendjemand das mit die Nein. Ja, es ist Evasion, der ihm hinterherläuft und wahrscheinlich die Nein muss. Andererseits. Ja, nein, muss nicht die Nein. Oh! Spiel mit dem Feuer. Richtig knapp und in der ganzen Zwischenzeit Minus Armor zahlt sich aus. Slaughter und Venge holen sich alleine Roshan. Das ist bitter und diese, ja prinzipiell dieser Gank von 4 Leuten mit, weiß ich nicht, war das Bait oder war das nicht Bait? Ich kann es nicht so wirklich bestimmen. Hat sich da doch ausgezahlt, einfach wegen Space Created. Slaughter geht jetzt rein, haut den Necro vollkommen kaputt, ohne dass er einen Deathpulse rausbekommt und wird jetzt hier einfach anfangen, alles durchzumachen. Die Stunts sind da. Icepath ist halt auch da, wenn einigermaßen Control da ist. Scareth Mage mit der Invis-Rune kann nur zugucken. Und wieder ein 2 zu 0 Trade.
Nein, nicht wieder. Aber Northern Lions rollen und sind dort hier auch gut zusammen. Haben wir auch gesehen, es macht keinen Sinn, irgendwie auf andere Lanes zu gehen, sondern jetzt ist unsere Zeit. Wir müssen in den Tower pressuren. Und wie man hier sieht, funktioniert das richtig gut. Wraith King auf Armlet hat jetzt doch einiges an Unterschied jetzt. Und Armlet macht einiges aus. Die Frage ist halt, ob es reicht. Aber Ulti von Valhalla, 10 Sekunden ist Doom da. Da können sie den Tower nicht deffen. Also sie können zumindest den nächsten Tower deffen. Immerhin, dass wohl der Bottom Tower sein wird. Welcher der Bottom Tower sein wird. Haben wir auch hier einen schönen Watch. Den, der hält noch 30 Sekunden. Das sollte aber zumindest, könnte sogar tatsächlich genau reichen, um hier den Tower relativ einfach angehen. Sie wissen halt, wo die Leute sind und haben jetzt ja auch den Doom gesehen, der geblinkt hat. Eventuell könnte man da mit Game Senses sehen. Aber halt auch der Ward, wie man hier sieht, sieht alles und zahlt sich hier richtig aus. Wraith King muss hier zurückziehen, wird aber gecycloned. Und wird, oh, wunderschönes Zusammenspiel. Genau im richtigen Moment runtergeholt, um hier den Eispath zu haben. Earthsplitter ist da, um den Wraith King zurück in den Boden der Tatsache zu ziehen, wenn man so drüber denkt. Triple Kill für Sailor. Finden ja noch Paradox, der wieder reingeht. Blink auf Slada, 2 OP. Laufen ja einfach rein. BKB auch schon vorhanden. 24 zu 3. Killing Spree und High Ground für Northern Lions nach knapp 21 Minuten. Jakiro geht hier ein bisschen. Law hat auch Blink, Digga. Initiation ist vorhanden. Und ich glaube, wir werden hier gleich nächste Blinks sehen, um einfach da komplett reinzugehen. Das will, wenn die Ultis benutzt, um so weit zu delayen wie möglich. Aber immerhin fürs Erste müssen sie sich Northern Lights zurückziehen. Ihr seht hier oben in den Health Bar, sind alle low. Und ja, Mecha ist. Vigiro hat sich entschieden, einen Blink zu gehen, von daher kein Mecha und kein Sustain. Außer die Urne, die sich hier richtig auszahlt. Aber trotzdem reicht es natürlich nicht, um Highground zu pushen und irgendwie quasi dreimal das komplette Team zu killen. Einmal am T2, das zweite Mal am T3. Und dann entweder das mal reicht es nicht aus. 24 zu 13. Networth ist auf 15k. Bisschen mehr. XP auf 15k. Vorteil für Northern Lions. Und ich glaube, der nächste jedenfalls wird es entscheiden. Ward hier oben wurde auch verlängert. Und sieht jetzt hier das komplette Lineup von Valhalla. Können sie relativ sicher spielen. Ja. Finden hier den Ward und noch ein paar andere Wards. Und ab jetzt wird die Vision sehr, sehr viel weniger. Sie haben, also Valhalla hat die Vision an den wichtigen Orten. Besonders wenn man denkt, dass nur noch der T1 fehlt. Der hier geht, der T2 hier oben fehlt. Haben sie sehr, sehr wichtige Wards hier. Die Frage ist halt nur, ob die Vision, ob es relevant ist. Oder ob Northern Lions jetzt zu fett sind, um halt einfach, rüber zu gehen. Networth zeigt es halt auch, dass obwohl die Last Sits doch der Wraith King relativ weit oben ist, ist er im Networth doch sehr, sehr weit unten drunter. Und Doom wird hier einfach im Tower gefunden. Das ist bitter. Besonders mit diesen Wards. Ah, das ist. Er hat immer gepickt auf Valhalla. Und damit können sie auch nicht fighten. Klar, sie wollen eigentlich auch nicht in T2 fighten, nicht in dem Zustand. Aber halt auch immer diese Pickoffs. Leute zu weit vorne stehen. Sehr, sehr bitter für Valhalla. Highground Push kommt. Alles entscheidende Fight für Valhalla. Northern Lions sind, haben einen T1 verloren. Sind richtig weit voraus. Und ich glaube, wir können schon mal fast anfangen, über das Spiel 2 zu reden und über den Draft. MVP aus diesem Spiel definitiv Jakiro und Brewmaster, würde ich jetzt mal sagen. Slada, naja, hat gefarmt, hat seine Items bekommen und spielt den Helden gut, aber Brewmaster, die Supports auf der Lane waren es auf jeden Fall, die es gemacht haben. Doom auf Brewmaster ist draußen, Multicast auf die Vengeful Spirit, die hier direkt gebürstet wird. Das Splitter ist draußen, trifft nichts. Aber wir haben Slada mit BKB drin. Der sich aber dann doch entscheidet, vielleicht reicht es das und wir blicken hier raus. Necroforce und Doom holen sich auf dem Rückweg doch noch sowohl den Elder Titan als auch den Brewmaster ab. Von daher sehr viel gewonnen, aber der Smoke wurde gesehen hier. Ist Sailor noch kurz stehen geblieben, um diesen Smoke zu brechen. Zumindest würde ich das jetzt mal so interpretieren. Ah, 0 zu 3 Trade. Wunderbar, aber auch sehr, sehr viel Overextensions hier von Valhalla.
Shakiro spielt noch ein bisschen damit. Zelda muss aber hier doch noch aufpassen, dass er vielleicht nicht von Astral down geht. Jetzt kommt der nächste. Naja, Defensive. Defensives Olds, aber Scorched Earth sorgt dafür, dass er nicht direkt wegblinken kann. Link jetzt auch auf Paradox vorhanden. Und okay. Throws are real, würde ich jetzt mal sagen. Love Alliance overextended hier ist doch ein bisschen. Und müssen vielleicht mal kurz sich darauf besinnen, was sie hier denn eigentlich können. Und das ist mit Bruce Split, Centaur und einem Jakiro. Centaur, ja. Slada. Fast ein Centaur. Ähnlich. Ähnliche Spielweise. Da einfach ein Five-Man-Push zu machen. Five-Man, sag ich, Five Heroes. Und halt einfach den Gegner zu überrollen. Und ich glaube, da sollten sie jetzt mal wieder drauf zurückkommen. Denn sonst, weiß ich nicht, wenn das so weitergeht. Die Grafen dippen schon ein bisschen runter. Ein bisschen ist das hier doch 6k und fast 5k Gold. Nur durch Fights. Das ist halt schon einiges. Darf man nicht unterschätzen. Von daher, mein Tipp an Northern Lions. Aufhören zu feeden. Mein Tipp an Valhalla. Spiel's weiter. Und, ja. Seht die Pickoffs weiterhin. Mal schauen, ob sie weitere finden. Smoke ist hier von Valhalla. Sie hoffen, dass hier Overextensions kommen, dass der Necro einfach angegangen wird zu zweit oder weniger. Also Bait von Necro. Könnte keinen schlechteren Helden dafür geben, außer ein Wraith King, so ungefähr. Aber Zelda ist sich nicht sicher, ob er die Bait nehmen will. Zu Recht. Aber er nimmt die Bait und das wird ziemlich schnell sein Kill sein. Muss hier BKB anwenden. Defensive Swap, Doom ist draußen auf Slada, immerhin umsonst. Aber die Ventures Bait wird hier wohl bezahlen. Keine DPs kommen rein. Und Necro holt sich den Kill. Aber nicht ganz bitte Reaper's Sight. Und Split Push. Der Split Push ist real. Allerdings wird Evasion dafür bezahlen. Slada turnt hier auf den Scarif Mage. Schön gemacht, aber das war halt auch hauptsächlich ein Fehler von Valhalla, dass sie dann nicht alle zurückaktiviert sind. Evasion, aha, nimmt den letzten Tower-Schuss, geht down. Necro blinkt ja noch gerade rein, um sich die XP zu holen. Tja. Schön gemacht, und hätte prinzipiell einen Tower für zwei Supports geholt. Was sich für Northern Lions doch ausgezahlt hat, besonders weil sie auch noch einen Support bekommen haben. Ja, würde ich jetzt mal so sagen, was mich... Also ich denke eigentlich nicht, dass sie diese ganzen Tricksereien und strategischen Aktionen brauchen, um hier diesen Tower zu holen. Aber wir gehen auf Nummer sicher und splitten hier tatsächlich für Necro. Ich weiß nicht, ob diese Single-Pick-Offs, die vielleicht nicht auch unbedingt funktionieren, weil es ist ein Mech, es ist ein Deathpulse. Brewmaster kriegt einfach den Necro nicht alleine down und ja, verbraucht sich hier so ein bisschen im ganzen gegnerischen Team. Weiterer Fehler, diesmal von Phantom XP. Dass sie hier jetzt wieder für 100 Sekunden nicht fighten können. Beziehungsweise wird tatsächlich jetzt doch funktioniert. Probiert. Wraith King wird geslowt. Bin ich nicht sicher, ob sie direkt down wollen. Wollen erstmal kiten, ein bisschen Damage over time machen. Bin sich hier nicht ganz sicher, ob sie da reingehen wollen. Aber müssen ja aufpassen. Doom ist gerade so weg. Doom ist noch draußen, aber schöner Eisbuff. Wieder auf drei Makropaiern allen drin. Das ist huge. Und was, ihr seht das für ein Damage. Der Spirit, Natural Order, zerreißt hier Valhalla. Mystical Flare auf Target. Ah, Wraith King geht hier natürlich an allem down. Frankenstein versucht noch ein bisschen naives TP raus, beziehungsweise was soll man halt tun. Tod ist tot. Und Godlike Triple Kill für den Slada hier. Und ich würde sagen, das ist das Ende. Ja, GG von Paradox. Das war ein bisschen zu eng. In Northern Lines reingefightet. GG Go Re. Und wir sehen hier Spiel 2 demnächst zwischen Valhalla und Northern Lions. Starker Draft. Aber halt auch am Ende ein bisschen gefeedet. Aber auch starkes Spiel von Northern Lions. Spiel 2 folgt sofort. Stay tuned.